sowieso so, komm, harter Cut, harter Cut. Wir haben doch keine Zeit. Es ist doch schon 19.02 Uhr. Herzlich hallo, wunderschönen guten Abend, wundervolles Hallo euch allen. Euch wollte ich sagen. Au! Okay, das war ein fieses Geräusch. Au! Nämlich. 3, 2, 1, Musik bitte. Neues NDI-Update einspielen. Au! Das habt ihr wahrscheinlich auch gehört. Er hat vor ihm sogar das Audio leise gestellt. Ah! Ich bin jetzt halb taub auf dem rechten Ohr. Was für ein fieses Pfeifen! Das zwickt. Okay, also nochmal. Ich wollte. Ja, doch, ist noch. Oh, Alter! Ist noch da? Habe ich bei dem Start von dem Spiel komischerweise die letzten Male immer. Wahnsinn. Ja, mit diesem ärztlich erstmal ein herzliches Hallo in den Lurk an den Flash von Mark. Mahlzeit, mein Bester. Hallihallo, vielen Dank für deinen stillen Support. Der Gott neuem Hu. Ja, guten Abend, Leute, auf jeden Fall. Buddy mit am Start, Kev mit dabei und Jana, moin, moin. Moin, moin. Zombie-Buddies und Buddelinen. Buddelinen oder Buddelinen? Schatzer Phoenix, vielen Dank. Hallihallo, guten Abend. Ich brauche noch einen Kaffee. Stimmt, hatte ich gerade geschrieben. Was zum Frühstück machst? Einen kalten Kaffee. Dann Johnboy, vielen Dank für dein Prime im 17 Monate schon. Meine Güte. 4, 3, 2, 1, Musik bitte. Musik hatten wir. Dankeschön. Wurde auch fies unterbrochen. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Kaffee kalt oder warm? Nehme ich beides. Ja, das Knarzen war, alter Falter, finster. Einmal Hochtöner auf Anschlag, einmal Hochtöner auf Test. Ich glaube, die hat's gerissen, hey. Huh. Wahnsinn. Ja. Aua, aua. Dank Digitalausgang kam es nur als Knacken an. Naja, nur ist gut. Ach so, willkommen zurück in der Arbeitswelt, Grottneuem. Ich glaube, du musst ja auch schon wieder raus seit heute, ne? Ja. Der Grottneuem sagt, er hat es durch mich. Was hat der Grottneuem durch mich? Achso, morgen wieder. Okay. Morgen. Grottneuem sagte zu dir, er meint, er habe es durch mich. Was hat Grottneuem durch mich? Ach, Kuro, ich hab dich übersehen. Blau und Blautöne. Kuro, entschuldige bitte. Entschuldige. Warte. Nicht böse sein. Ich hab dich übersehen. Sorry. So, ja, ach, Kontext ist alles. Gute Idee. Ja, das Spiel hat dadurch mich, ach guck mal, dieses Game, ja, freut mich, dass es dir gefällt, freut mich. Stimmt, ich meine, du hattest es irgendwann mal mit mir gesagt, du bist jetzt auch Besitzer, ja. Bist wahrscheinlich schon ganzes Ecken weiter als ich, aber ich muss ja auch für Zukunftscontent sorgen, nicht wahr? Morgen ist Mittwoch, morgen machen wir keinen Graveyard Keeper, morgen machen wir YouTube Stone Shard. Schon mal vorgemerkt, aufgemerkt, aufgepasst, ne? Morgen ist Stone Shard YouTube. Und Donnerstag habe ich... Vielleicht eine Überraschung für euch. Vielleicht. Oder, naja. Disney werde ich am Wochenende vielleicht nochmal ein Ründchen spielen. Ich muss auf jeden Fall noch das Event zu Ende machen. Gut, dass er sagt, ich habe noch 5 Tage oder so. Ich erzähle erstmal noch einen kleinen Moment hier, glaube ich. Disney gibt es am Wochenende weiter. Aber Donnerstag habe ich noch ein Späßchen für uns alle. Wahrscheinlich, wenn das alles klappt, haben wir es am Donnerstag schon. Ich weiß, ab Freitag gibt es No Man's Sky. I know. Aber nicht bei mir. Also es kommt das neue 4.0 Update. Habe ich mitbekommen. Ich werde es wahrscheinlich dieses Wochenende komplett auslassen. Zumal wir am Samstagabend mit dem Buddy auch nicht rechnen können. Denn der ist, privat beschäftigt. Ja, wird er sich da, der Meister hat andere Geschichten. Aber drück mal auf Spielen. 264 Ingame-Tage, nice. Ist schon cool. Aber guck mal, unsere Kathedrale, boah. Ja, eine Marschung. Was zu spielen und Schokolade. Ich habe keine Schokolade hier, aber, während er lädt, ich habe Tee. Prost. Nam. Zu meinem Kaffee. Immer im Wechsel. Finde ich das doch sowieso. Aber nee. Nee, da ist,
Da geht's dann los mit unserer D&D-Runde. Und das wird nicht gestreamt. Nein, nein. Nein, nein, nein. Deswegen, da bin ich am Samstagabend bin ich komplett dem D&D-Fieber verfallen. Da könnt ihr euch schon mal leider von mir und so. Und wenn es gut läuft, vielleicht bauen wir hier noch ein Setup auf und machen das dann mal mit Kamera. Aber dazu müssen wir erstmal groß und erwachsen werden, okay? Nein, erwachsen werden wir sowieso nicht. Ja, was, also genau, heute Zombies. Zombies, da hatten wir gestern aufgehört. Nee, nicht hier rein. Wir hatten angefangen, eine Zombie-Armee zu bauen. Also, was heißt eine Armee zu bauen? Die Armee haben wir hier oben platziert. Die liegt jetzt ja fleißig schlafend vor dem Bergwerk. Die werden wir gleich mal ein bisschen zurechtsammeln und hier erstmal A, unsere Produktion auf dem Feld ausbauen. Und dann danach, hier oben, da wo ich gestern aufgehört habe, hier uns mit dem Handwerkerbereich noch ein bisschen beschäftigen. Ja. Samstagabend, wieso lol? Wieso Jana? Wieso Samstagabend lol? Warum? Was habe ich falsch gemacht? Achso, lol wegen größer werden und erwachsen und dadurch nicht. Aber ja, Samstagabend. Samstag den Tag über werde ich wahrscheinlich für euch da sein. Ganz bestimmt. Habe ich voll Bock drauf. Und den Abend halt dann leider nicht. Gut, Knut. Wir brauchen noch zwei Zomben hier unten. Und dann einen Plan, was wir hier alles pflanzen. Und hier brauchen wir auf jeden Fall nochmal einen. Hier ein Beet brauchen wir hier oben noch. Da brauchen wir noch ein Beet. Einfach nur, damit es halt gleichmäßig ist, nicht wahr? Genau, Samstag bist du nicht da, da verpasst du nichts. Dann siehst du, guck mal. Sieh mal einer, guck hin, wie sich das alles, ne? Wie sich das alles fügt und so. Nee, mit M porte ich mich nicht, sondern mit Ruhestein benutzen zum Steinbruch. Und hier haben wir noch zwei. Wo sind die anderen hin? Achso, da oben hatte ich welche hingesteckt. Genau, ich hatte da oben ja auch noch zwei Kollegen hingesteckt, richtig. Zwei haben wir noch. Dann nehmen wir die beiden 15er mal. Laufen schon mal ein bisschen los. Warte, haben wir jetzt hier zwei drin? Es ist keiner in der Transportstation. Guck mal. Es ist keiner in der Transportstation. Irgendwas stimmt hier nicht. Wieso ist keiner in der Transportstation? Da habe ich doch niemanden rausgenommen, oder? Doch, habe ich. Doch, habe ich. Genau, Jungs, werden nicht erwachsen, nur die Spielzeuge werden teurer. So sieht das aus. Und den Kollegen kann ich nicht aufheben. Hä? Ich kann den nicht aufheben. Dunkelotte, guten Abend. Den ja. Den hier. Achso, hier ist keiner drin. Deswegen liegt das Werkzeug hier. Einen habe ich hier reingeschmissen. Ich habe mich gerade von den Balken irritieren lassen, sorry. Guten Abend, genau. Dunkelotte, guten Abend. Ein Schlepper. Wir brauchen noch einen Schlepper. Passiert hier auch noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? So, auf den machen wir zum Schlepper. Wie geht's dir, Dunkelotte? Wie war. Generell, Leute, ich habe noch gar nicht gefragt, wie war euer Wochenstart? Alles gut soweit? Alles hervorragend? Oder mehr so. Mit dem langen. Ja, die Leichen sind natürlich keine Leichen. Das sind ja mittlerweile meine guten Freunde, die Puppets. Ich bin nämlich ihr Master. Und ja, die kann ich jetzt hier so in so einen Automaten packen und sagen, du baust die Sachen für mich. Falli, hallo, na? Na, Hase? Ein wunderschön. So. Madö. Noch ein paar Madö. Und ich brauche noch, genau, Weizen, Stuffzeug. So. Ich kaufe jetzt noch mal ein paar Sachen bei den Bauern. Holz haben wir auch keins mehr. Gott. Die sind aber richtig fleißig, Mann. Kein Sport heute. Genau, stimmt, heute ist Dienstag, gar kein Sport. Was ist da los? Falli, was ist da los?
zu meiner Frage. Alles tut die hier auch hervorragend. War ein cooler Wochenstart, muss ich sagen. Lang war es. Ich muss wirklich sagen, das war echt, echt eng. Es war wirklich eng. Ich bin um 18.26 Uhr, glaube ich, zur Tür rein. Und kurz was gegessen. Und jetzt sind wir hier. So, Weizensamen brauche ich auf jeden Fall. Weizensamen, Kürbis und Zwiebeln, glaube ich. Also Weizensamen auf jeden Fall. Ja. Kein Sport wegen der Urlaubsvertretung. Ach ja, du bist ja völlig, völlig in der Vertretung. Du bist ja alleine für 7 Leute heute, ne? Da war was. Ja, und dein Tag war Teil, meh, dreiviertel okay und gut. Ja, das ist doch schon mal dreiviertel okay und gut. Oder, okay und gut ist doch, das ist doch. Das meh kann man ein bisschen übern und so, ne? So, hier konnte man nichts mehr machen. Hier bei ihm können wir Kram kaufen. Komm, wir kaufen Stuff. Sein Haus betreten? Das klingt jetzt komisch, aber könnte ich mir etwas in deinem Haus ansehen? In meinem Haus? Bist du verrückt? Du willst mich nur beklauen. Nein, 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 nein. Ich will mich nur über Landwirtschaft unterhalten. Bitte. Ich rede nur mit Profibauern über Landwirtschaft. Bring mir eine Karotte, die so groß ist wie ein Holzscheit. Dann lasse ich dich rein. So groß wie ein Holzscheit? Herrje, da brauche ich magische Unterstützung. Okay. Okay. Ich wollte noch... Nee, nicht Karotten. Rübe... Weizen. Weizen, Weizen. Ach komm, gib mir all dein Weizen. So. Huch, was hat das gekostet? Ich habe keine Ahnung. Ist egal. Kürbisse. Wollen wir Kürbisse noch pflanzen? Produzieren? 8 Stück ist ein bisschen wenig. Das reicht nicht. 8 silberne. Gucken wir mal. Zwiebeln sind gut. Kürbisse sind gut. Kürbis. Komm her. Zwiebelsamen. Kürbiskerne. Linsen. Linsen. Nehmen wir alles. Komm, das bisschen Silber. Das, ja. Sind wir mal nicht so, ne? Hat er noch irgendwas Schönes hier? Noch mehr Zwiebeln. Und ein paar gute Kürbiskerne. Ein paar gute Linsen. Komm, gib mir alles. Ich will alles. So, mein lieber Herr, wer davon... Ach so, ich soll der Kloto... Der Kloto soll ich noch was bringen? Später? Genau. Linsen bringen das Heck zum Grinsen. So sieht das aus. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, jede Erbse einen Knall. Käffchen. Genau, unbedingt. Genau, unbedingt mit dem M, mit dem langen M. Unbedingt. Unbedingt und Kürbis. Also hier kann man, hier das ist also wirklich wertvoll. Wie sagt man dann dazu? Zu vokabularisch? Nee, wie sagt man denn dann? Lokopädisch ist auch falsch, ne? Also hier kriegst du Bildung, weißt du? Hier kriegst du Vollbildung. Buchstabenbildung. Kürbis, Pilz. Genau. Böhren. Bären. Bären. Böhren. Himbeer. Ah, ich weiß noch nicht. Wie heißt denn das überhaupt? Jetzt komme ich echt nicht drauf. Nee, nicht nehmen. Nein, du bleibst hier. Fertigen. Komm, wir fertigen. Du bist auch fertig, mein Freund. Du machst Weizen. Ihr beide weizt da jetzt mal rum. Himbeer, Erdbeer. Hallo, Bertram. Das war wieder was anderes. Karotten, Rüben. Verdammt. Okay. Ja, ich muss erstmal ein paar Felder anpflanzen hier. Ja, dann können wir den Kollegen doch noch für andere Sachen benutzen. Schade. Und ich brauche noch Beschleuniger. Das neue Brot schmeckt dir gut. Das freut mich. Das freut mich. Hier Linsen. Mit Ü. Linsen. Mit Ü. Wir pflanzen hier Linsen. Linsen. Das was wissen. So ein Laberkopf, oder? So ein Laberkopf, Mann. Wo bekam ich... Leute, wo bekam ich jetzt eigentlich... ich weiß, das ist mir eine rhetorische Frage. Wo bekam ich Kalkstein her? Ich habe schon mal irgendwo Kalkstein hergesammelt. Ich erinnere mich jetzt aber nicht mehr daran. Oh, by the way. Ja,
Ich glaube, du kannst jetzt mal aufhören, hier Bretter herzustellen. Das kannst du mal stoppen, glaube ich. Ja, Sulf, was ist da los? Aha. Du bist nur hier, um dir den 1 zu holen, den Platz 1 zu holen. Der Sulf, vielen, vielen Dank für dein Giftezap an den Messerwisser. Mensch, ich kenne dich und direkt wieder in den Lurk. Ja, dann vielen Dank für deinen Silent Support. Ja. Aber kannst du, warte mal, was? 121 Giftezaps, kannst du das überhaupt mit deinem Gewissen vereinbaren, dass da 1 zu 1 steht? Okay, sorry. Das war low. Das war so low. Nein, war es gar nicht. Ja. Ja, aber schön. Wie geht's dir, Mensch? Ich weiß, du willst in den Lurk, aber trotzdem. Wie geht's dir? Dünger mit dem langen A. Stimmt, erstmal springen wir jetzt nochmal nach oben zum Stein. Eigentlich bin ich ja echt arm, weißt du das? Das war wirklich, wirklich low blow und arm, weißt du? Boah. Ich meine, ich wollte sagen. Mann. Sulf, hey. Gekriegt. Und dafür gibt's nochmal einen extra dritten hinterher. 1, 2, 3 und los mal. Na los. Hat er jetzt nicht auf sich sitzen lassen? So viel. Mensch, vielen, vielen Dank für die nochmal 4 gegifteten Subs an Dunkelotte, an Tamagotchi, an Shorty und an Velsra. Dankeschön. So, also, ist cool, dass es aufgegangen ist. Es ist also wirklich Wahnsinn, dass es aufgegangen, Mann. Oh. Wow. 125, Leute, 125 gegiftete Subs hat er hier reingeschmissen im letzten Jahr. Nein, länger. Länger, du bist ja auch schon 19 Monate dabei, ne? Ja, Wahnsinn, Mann. Plus deine eigenen alle. Hammerhart. Mutzi, wollte ich mal, ne, und so, nur mal angemerkt haben. Habe ich die eigentlich weggeräumt? Nee, habe ich nicht. So, dir geht's soweit ganz gut. Ganz okay, fühlt sich, als würdest du wieder leicht krank werden. Und wolltest nur wegen der Zahl direkt wieder in den Lurk. Alles klar, du darfst auch gerne in den Lurk. Wenn das unbedingt sein muss, wenn das deine Präferenz ist, den Lurk benutzen zu wollen, dann lasse ich dich, ich halte dich nicht ab. Aber ich freue mich natürlich auch über jede Minute, die ich hier mit dir und so aktiv verbringen kann. Ne? Also, und so, dass du es weißt. Wie? Das gilt, ich weiß, natürlich allen anderen auch, aber ich wollte es trotzdem mal hervorgehoben haben. Dominik, willkommen! Herzliche Grüße! Dieter. Ja, jetzt auf einmal so. Autsch. Oh, komm. Okay, das war auch ein Low-Blow. Alles klar. Okay. Ja, nee, warte. Willst du zurück? Nein. Ich hab dich auch lieb, mein Freund. Hey. Genau. Nein, ich... Unnütz. Genau, oh, GTA-RP. Müsstest du mich bei Gelegenheit mal mit an die Hand nehmen? Ich habe einen GTA Online-Char, aber irgendwie kriege ich, wenn ich einlogge, immer die Meldung, du hast so viel Kohle dabei. Schnell, geh zur Bank, sonst wirst du ausgeraubt. Und ich denke mal so, wo habe ich Kohle? Ich weiß nicht mal, wo ich meine Kohle habe. Also GTA bräuchte ich auf jeden Fall nochmal eine Einweisung. Und ich glaube, da wende ich mich mal an dich. Viel Spaß im Lurk. Danke dir auf jeden. Und Dominik, wie schaut's? Wie geht's dir? GTA Online, nicht GTA RP, GTA Online erstmal. Mach ich, danke. Wo kann ich denn jetzt... Wo kriege ich jetzt diesen blöden Schiefer her? Oder Kalkstein her? Nicht Schiefer, Kalkstein war es. Ein Silbernugget. Okay, den habe ich... Oh. Guck mal kurz, wie es hier aussieht. Die sind schon wieder alle zufrieden. Ich könnte hier was bauen. Silbernugget habe ich gerade aus der
Wie heißt es gezogen? Genau, aus der gezogen halten. Aus der. Aus genau der habe ich gerade den Silbernugget gezogen. Wie heißt es denn? Eisenerz, aus der Erzmine. Aus der Erzmine, also aus dem Erzfarm-Spott. Spott mit S-P-U. S-C-H-P-O. Spott. Mhm. Dann gucken wir noch mal, was passiert, wenn wir auf die Kohlen einschlagen, oder? Vielleicht kriegen wir da ja auch was Tolles. Ist ja noch, guck mal, hier ist ja noch so ein hier Waldnugget. Hier so ein, wie heißt es denn? Bienennest, ein Bienennest. Waldnugget. Alter. Was ist los? Wieso die Nase jetzt? Das hat die ganze Zeit funktioniert. Den ganzen Tag war nichts. Okay, Dummig spricht wohl nicht mit mir. Na gut. Kalkstein, guck mal. Da war er, da war Waldnugget. Ja, ich kam nicht auf das Wort und es sah aus wie so ein... Das Nest sah halt aus wie so ein Nugget. Hier gibt's, guck mal, da gibt's Kalksteine hervor. Dann brauche ich die Knochen alle nicht zermalen. Das finde ich sehr gut. Das finde ich wirklich gut. Das heißt, ich werde Erze, also Gold und Silber, kriege ich dann in der Mine. Also nee, nicht in der Mine, in der Erz... Ja doch, klar. In der Erzmine, wo ich in der Kupfer... Kupfermine, genau. Kupfer. Und hier gibt's Kalkstein und Schwefel. Sehr gut. So, wir porten jetzt zurück. Ich habe nämlich jetzt hier schon genug. Port, port, port. Das Port. Benutzen. Nach zu Hause hin. Und oh, ein Pilz. Es fehlt ein Pilz. Einer. Und heute bist du der Pilz der Wahl. Oder auch nicht. Du auch nicht. Ach, leck mich Fuß, ey. Ja, dann bist du trotzdem der Pilz der Wahl. Du kommst jetzt mit. Und der Pilz war eine Blume. Und es war ein zweiter Pilz drin. Na klar, logisch. Stimmt, ich krieg ja doppelt so viel beim Looten, da war was. Nein, wieso haust denn du jetzt auf den Baum ein? Ich weiß, schon lange kein Baum mehr gefällt. Ich weiß, das ist so, ne? Das ist so. Ach, heute war der Händler da. Ich bin mir gar nicht sicher. Doch. Ah, Moment, nochmal kurz schneuzen, ganz kurz. Ich bin gleich wieder da. Ich glaube, ich brauche so einen kleinen Quick-Button, der mich in ein Taschentuch-Icon umbaut oder so. Dass er wisst, nur kurz am Schneuzen. Da. Verlassen. Erz, Erz, Erz. Klaus, Klaus, Klaus. So. Und die Kohlen nehmen wir mit runter, weil wir brauchen dann noch Kohlen unten in der und so, ne? In der... Na, in dem Bereich, wo wir die Kocher haben hier. Wie heißen sie denn? Ja, hier halt. Hier brauchen wir auch noch Kohlen. So. Und Beeren. Und dann haben wir noch genug Weizen. Weizen haben wir gar keinen mehr. Doch, ein bisschen Weizen haben wir. Guck mal, ein bisschen Weizen ist noch da. Dann können wir noch mal ein bisschen Medium-Bier machen. Können wir noch mal ein bisschen Medium-Bier. Ich habe kein Wasser mehr da. Kein Wasser hier für das Bier. Ich glaube, 50 ist erstmal nicht schlecht. Da kann ich noch einen Eimer noch mit an. Ich glaube, ich sollte für die 20 noch mal 30 mitnehmen, damit ich zweimal 50 habe. So. Jetzt ist 40. Mann. Ihr Genius. Da war es wieder mein, ne? Also, mein Genie ist manchmal unerreicht. Ja, haben wir 10 über. Guck mal. Meh.
Konnten wir hier noch irgendwas Schönes herstellen? Apfelsaft zum Beispiel. Und denn mit dem Apfelsaft können wir nur ja Schnaps machen. Also erst oben den Saft und dann Schnappes. Traubensaft können wir auch noch einen Eimer herstellen. Guck mal. Auch noch einen silbernen. Oh, silberne können wir auch noch herstellen. Guck mal. Hui. Sogar noch zwei. Da geht ja richtig was ab hier. Da geht ja richtig der Saft ab. Na okay. Ja. Ja, ich bin ein bisschen euphorisch. Merkt man das? Ist das schlimm? Ich glaube nicht, ne? Nein, das ist nicht schlimm. Heute mal nicht. Heute ist das mal nicht so schlimm. Ihr könnt da in Ruhe blubbern. Und hier nehmen wir zwei Silber. Hier nehmen wir zwei Silber. So. Und dann können wir beim nächsten Morgen, hier bei Männchentag, bringen wir mal eine silberne Vinopulle zu dem Inquisitor. Das sollten wir dem ja auch noch bringen. Machen wir da in der Base Quest Line mal ein bisschen weiter. Jetzt zerlegen wir erst noch ein bisschen Grünzeug. Nicht Grünzeug, sondern... Doch, Grün... Nee, das war Zombiesaft. Ich wollte hier den Dünger herstellen. Guck mal. Ich wollte diesen Dünger herstellen. Das heißt, ich brauche Beschleunigungspuder und Asche. Ah, ich brauche Asche. Die habe ich vergessen. Asche. Beschleunigungspuder und Asche. Shit. Müssen wir noch mal ein paar Kollegen wegbrennern, wa? Hilft ja nichts. Hilft ja... Ich hatte ich in irgendeinem... Leute, wisst ihr das? Hatte ich in irgendeiner Box noch Asche liegen? Seid ihr da ein bisschen firm? Oder ein bisschen mehr firm? Ich bin mir gerade nämlich nicht mehr sicher. Zwei, vier, komm, dann nehmen wir einen von denen. Komm, wir aschen uns ein. Ja, Kiste im Bett ist leider leer, ja. Die ist leider leer. Ja, hier nehmen wir erstmal, holen wir erstmal fünf von ihr. Oh, na, zu spät. Der hatte gerade nur weiße. Okay, der hat jetzt sechs weiße. Verdammt. Na, versuchen wir es mit dem nochmal. Vielleicht machen wir den ja kaputt. Ich glaube, den kriegen wir auch auf sechs weiße hier, ne? So, und die Scherbe noch raus. Dann buddeln wir einfach einen aus dem Friedhof aus. Ja, hier 6,6 positive. Wir buddeln einfach mal irgendeinen auf dem Friedhof aus. Ja, guck mal. Zwei Stück buddeln wir aus und tauschen die um. 94% und voll, das schaffen wir. Und die graben wir dann um. Also nein, verbrennen wir dann, wollte ich sagen. Weil ich hatte... Ah, ich weiß, wo die ganze Asche hin ist. Da. Da, in die Urnen. In die Urnen geflossen. 6+. Ja, der ist nicht ganz so der Burner. Hier können wir nochmal... guck mal. Hier können wir die Umrandung entfernen. Und können hier so eine ordentliche hinpacken. Schwupp. Dann, was ist er hier? Okay. Können wir auch eine bessere Umrandung hinsetzen. Hier auch. Dann setzen wir dann Stein drauf, einen besseren.
Hier kommt so ein Steinchen hin. Hier kommt ein Elefant drauf, okay? Da ist ein Elefant drauf. So. Dann 3, 1. Guck mal hier, 1. Der hier. 3 und 3. Also ich habe so richtigen Krempel habe ich hier nicht mehr liegen. Ne? Also ich meine, Personen mit hohem Bosheitsgrad oder so. Schade. Komm, den versuchen wir hier. Zwei Stück wollten wir umbuddeln, habe ich gesagt. Dann nehmen wir einmal den hier mit. Und einmal den hier mit. So. Erst die Erlaubnis kaufen, dann buddeln. Okay. Ich hätte die auch danach gekauft, da bin ich mir ganz sicher. Ganz bestimmt. Sag mal jemand das Gegenteil. Ja, komm. Buddel, buddel, buddel fix. Die hat noch 100% ausgegraben und 100%? Was? Okay. Lalali, didididü. Nein, das klappt nicht. War ein Versuch. Ich wollte es nur mal ausprobiert haben. Nee, ich hab's. Ja, nee. Blut. Verdammt, jetzt kriege ich den wahrscheinlich auch gleich auf 6 Punkte. Nee, ich nehme erst die Knochen raus. Dann lohnt sich's wenigstens. Kann ich sagen, der ist schon kaputt. Den brauche ich nicht. Verdammt. Das ist sogar glatt gegangen. Verdammt. Oh nein. Oh nein. Fleisch. Komm. Weg damit. Haut. So. Ja, komm. Und dann rauf auf den Brennschacht. Und gute Nacht, Button. Schlaf gut. Träum was Schönes. Komm nicht wieder. Sagt man das dann so? Gehen wir kurz schlafen. Schlaf wie Schlaf machen. Schlaf wie Schlaf. Und irgendwie laggt das schon wieder so ein bisschen. Da liegt wieder ein Mikroruckler drin. Das ist nicht schön. Ich überlege vorhin, was habe ich anders gemacht? Ich habe keine Patches eingespielt irgendwie. Vielleicht sollte ich das mal. Aber ich habe keine Patches eingespielt, die dafür Sorge tragen könnten. Hm. Ach, was weiß denn ich? Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Moderner Schnickschnack. Dann kurz, schnell und kurz, schnelle Fix. Mit reinem Organpuzzle hast du auch schon 0,7er Leichen. Ja, krass. Ja, du kannst halt Glück haben. Und vor allem auch, wenn du hier den Perk drin hast, hier den sanften Metzger. Ja, habe ich auch schon drin. Nein, gar nicht wahr. Es gibt ja auch einen zweiten. Da, den Chirurg. Dann hast du sogar noch höhere Chancen, dass die Sachen nicht kaputt gehen und du dadurch halt die roten in weiße umwandelst und so, ne? Also. So, Inquisette, ich habe bestimmt noch ein bisschen Text mit dir. Wo bist du? Da ist er. Hey, Johnny. Hier ist der Wein. 10 Stück wollte er. Mann, gut, dass ich 20 habe. Nicht schlecht. Das ist bestimmt der beste Wein, den sie je getrunken haben. Bald werden unsere Zellen voll Hexen sein. Und wie läuft das Geschäft? Woran denkst du? Überlegst du dir noch mehr Leute hierhin, wie du hier noch mehr Leute hierhin locken kannst? Einmal haben wir alte Schriftrollen verbrannt, voll mit nutzlosem Kram, Geometrie und so. Aber auf einer von ihnen stand was Interessantes, dass wir nämlich nur Brot und Spiele brauchen, um die Menschen glücklich zu machen. Das trifft natürlich nur auf Heiden zu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ohne die Kirche und ohne Gebet ein glückliches Leben führt. Aber was könnte unterhaltsamer sein, als eine böse Hexe zu verbrennen? Mir fällt gerade nichts ein. Richtig. Aber ich hatte eine Idee. Wir brauchen Brot. Nicht unbedingt richtiges Brot, aber Snacks und Getränke. Du bist doch Geschäftsmann. Wie wäre es, wenn du einen Stand eröffnest? Der Profit gehört auch dir. Was sollen wir verkaufen? Na, Bier natürlich. Bier passt immer gut zu Patriotismus. Und wenn man irgendwas verbrennt. Und irgendwas mit Fleisch. Fleisch ist eine Delikatesse in der Stadt. Ich habe gehört, du kommst irgendwie an günstiges Fleisch.
Aber wenn, wen kümmert das schon? Solche Details. Ach, wenn es darum geht, eine Ketzer zu bekämpfen. Gut, dann mache ich halt ein paar Burger. Exzellent. Bau das Zelt und fülle es mit Bier und Burg. Mache ich. Burger. Mit Ö. Burger. Burger. Genau, Burger. Ich verbreite die Neuigkeiten. Sobald dein Zelt bereit ist und wir eine Hexe am Start haben, bereiten wir dem Volk eine einzigartige Verbrennung. Okay. Baue einen Imbestand. Ja, na sicher. Warum auch nicht? Hanfseile, Holzplanken und Nägel. Hanfseile, Holzplanken, Nägel. Ist noch Mittag, noch können wir es schaffen. Hanfseile, Holzplanken und Nägel. Habe ich noch Seile? Ein Seil habe ich. Eins. Hanfseile. 15 waren das, ne? Ich meine, ich habe 15 gelesen. Holzplanken und Nägel. Komm, lauf, 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 lauf. Holzplanken und Nägel. Nägel. Komm schon. Dann schmeißen wir... Ach Quatsch, nicht hier. Ah, mein Inventar ist fast voll. Holzplanken sind da drin. Und Nägel, Nägel sind hier unten. Da. Und jetzt go, 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 buddy, go, buddy, go, buddy, go. Willkommen zurück. Go, buddy, go, buddy, go, gaddy, bo. Gaddy, bo, gaddy, bo. Nein, buddy, go. Da, da. Geht noch, geht noch, geht noch, geht noch, geht noch. Burger mit Ö. Burger, da war es nämlich wieder, was wir vorhin gehabt haben. Mhm. Mit Pülzen. Pülze und Burger. Mit Ö und A. Und Kaffee. Achso, Herz aus Leiche A, Hirn aus B, Dame aus C, in leeren Kadaverstopp. Ach so, krass. Okay. Siehst du, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, die einfach quer durcheinander zusammenzubauen. Hm. Pega, einen wunderschönen guten Abend natürlich auch dir. Hallo. Hallo. Schau dir dieses Zelt an. Mhm. Gut. Die Leute werden es lieben. Und du machst vermutlich ein kleines Vermögen. Ja. Weißt du, zuerst dachte ich, dass ich dir nicht vertrauen könnte. Dass du immer Probleme machst. Ich hatte dieses komische Gefühl, dass du hierher nicht gehörst. Aber jetzt scheinst du dich angepasst zu haben. Du tust, was man dir aufträgt. Und Profit ist dein oberstes Ziel. Ich glaube, für jemanden wie dich ist in unserer Zukunft immer Platz. In der Welt, die wir hier in der Stadt erschaffen. Die Welt des reinen Glaubens. Ha! Eines Tages, eines Tages. Das Publikum versammelt sich. Tu deinen Anteil und ich werde meine Aufgabe erfüllen. Aber ich habe gar keine Burger. Ich habe keine Burger. Ich habe keine Burger. Ich soll doch hier irgendwo noch Burger ablegen. 10 goldene Bier und 10 goldene Burger. Boah, goldenes Bier und goldene Burger. Was? Und, Glugger. Goldene Biere und goldene Burger. Ach, und ich habe mit ihm nochmal quatschen. Teschi, moinsen, moinsen. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Ganz Ohr. Kannst du einer großen Zeremonie in meiner Kathedrale beiwohnen? Zusammen mit dem Bischof bieten und ich bin mir dafür, dass das Wasser in die Stadt zurückkehrt. Für einen solchen Unsinn habe ich keine Zeit. Aber wir brauchen die wichtigen Leute, die dabei sind. Dann such dir doch jemanden vom Königshof. Und kann ich dich bitten, die Roma-Frau freizulassen? Jemand freizulassen ist nicht mit meinen Grundsätzen vereinbar. Aber dieses Mal mache ich eine Ausnahme. Ihre Freunde machen draußen einfach zu viel Lärm. Oh, das war einfach. Das war einfach, danke. Ja sicher, alles mega fit. Und bei dir? Schon lange nicht gelesen. Alles im Lot auf dem Boot. Alles im Buddha auf dem Kudder. Ich habe heute meinen Kasper, glaube ich. Ich habe heute so meinen Kasper. Und das macht nichts, macht gar nichts. Das macht überhaupt gar nichts. Goldenes Bier wollte der Kollege haben, haben wir gesagt. Puh. Ja. Guten Abend, Baldura. Hallo.
Ach, ich wollte nur 5, nicht 15. Na, macht nichts. Haben ist besser als brauchen, wissen wir. Wissen wir. Jo, einfach ein Jo, okay. Na denn? Jetzt mal Margarine, Bein, Brokkoli. Ja, gut geht's. Kreativ, gut geht's. Dankeschön, Dankeschön. Und selbst? Apropos Schiff. Schiff, Schiff, da ist wieder so ein Wort. Na, Phoenix? Schiff, haben wir auch noch. Mit Ü, Schiff. Oh, SOT. Oh, lange nicht gespielt. Ganz lange nicht gespielt. Kann ich dir gar nicht sagen. Gab es da irgendwie wieder was Neues? Was Interessantes? Was Schönes? Eigentlich hätte ich mal wieder Bock auf ein SOT-Cosplay, weißt du? Ich habe noch keinen Dreispitz, der hier über die Mütze passt. Über den Helm passt. Helm, genau. Ich habe noch keine Mütze, die über den Helm passt. Nein, die über das Headset passt, wollte ich natürlich sagen. Aber so ein Dreispitz und ein schönes SOT-Cosplay, da hätte ich mal wieder Bock drauf. Doch. Muss ich schon gestehen. Aber wann? Ja. Butter bei der Fische geht ja nicht mehr. Nicht mehr vegan. Das juckt mich jetzt nicht so richtig mit vegan und so, aber dir soll es gegönnt sein. Yes. Ich bin kein Veganer aus Tierliebe, ich bin Veganer aus Pflanzenhass. Aus tiefem, tiefem Pflanzenhass. Nein, Quatsch, sorry. Ah, finde ich gut. Finde ich gut, finde ich gut. Hi Zombie. Tschüss Zombie. Darum liegt noch ein Button rum, guck mal. Darum liegt noch ein Button rum, wieso habe ich den nicht? Komm her. Hier, Button. So. Das wäre ein Argument dafür, dass das auch du verstehst. Ja, siehst du? Na? Muss man nicht alles so negativ sehen, hey. Tiefem, tiefem Pflanzenhass. Na, komm, gehen wir mal kurz ein Schläfchen. Speichern wir noch kurz. Klar, toll, wegen genau dieser Betonung, die ich gerade dabei gebracht habe, habe ich jetzt einen Ohrwurm von Nachtmar. Egal. Egal, werde ich auch überstehen. Warte. Ist noch da. Und jetzt bringen wir den Schnappes noch weg. Das macht der Knopf. Genau das macht der. Bitte? Ich glaube es nicht. Ich glaube es gerade nicht. Glaub's ruhig, glaub's ruhig. Und da habe ich noch viel mehr von. Also nicht viel mehr, das war's glaube ich schon. Das war's sogar schon. Ich habe da so viel von, das war's schon. Hast du das normal, mache ich aus deinen Ohren Wäschetrockner? Na sowas. Punktelos werden, ja, punktelos werden. Genau, hebt ihr die Punkte lieber auf? Nein, weg damit, alles raus, raus, die Punkte müssen raus. Die Punkte müssen raus. Haut einfach die Punkte alle weg. Den Rest musst du sparen, für was denn? Als ob es hier was zu sparen gibt. Wer hat das schon wieder? Wer hat das schon wieder verraten? Ach, warte mal, bevor, solange er hier nichts zu tun hat. Weißt du was, mach du das mal hier. Hier, mach mal. Wieso hat der eigentlich nichts zu tun hier? Warum? Warum habe ich... Nee, nicht das Beet. Warum ist hier... Achso, ich weiß warum. Weil ich nicht gesagt habe, endlos weitermachen. Darum. Und hier gab es nichts, weil ich noch keine Ressourcen hatte. Nur Karotten, ne?
Carotisaurus. Carotisaurus. Okay. Beim anderen hast du fast 400.000. Eieieiei. Clint, hast du mit der Kohl? Welche Mittelpunkte? Welche Mittelpunkte? 400 für die 100, Gott, neun, vielen, vielen Dank. Welche Mittelpunkte, sagt er? Bitte? Also Teschi, nochmals Info für dich. Morgen gibt es einen YouTube-Stream, ne? Nur so, dass für den Fall, dass nicht, also alle, die es noch nicht gehört haben sollten, morgen ist Mittwoch. Wir hatten uns ja letztes Mal darauf geeinigt, dass wir Mittwoch den Stone Shard Stream auf YouTube weiter und so, ne? Weiter vertüdeln. Hier, weiter verstreamen. Kaufen wir noch. Ich brauche 12 Gold, ne? Wir sparen unser Geld. Ja, guck mal, 43 Silber. So langsam geht das voran. Genau, warum? Weil ich das kann. Ganz genau. Einfach nur mal so. Ein bisschen gucken, wie gut wir es doch haben, wenn wir auf Twitch sind. Deswegen muss man auch ab und an mal die Dinge angucken, die nicht so gut sind. Okay? Den Apfelsaft brauchen wir nicht. Den müssen wir erst noch umbauen zu Schnappes, habe ich gerade festgestellt. Das wäre ja doof, wenn ich das nicht mache. Tüdelü, da. Tüdelü. Ah, warte. Ich brauche doch noch Leuchtturm. Ich brauche doch noch Schreibzeug. Und das ist bei ihm relativ günstig. Bevor ich mir das selber herstelle. Also ich könnte es natürlich selber herstellen, aber es ist ja relativ günstig. So. Okay. Nein. Keine Sorge, ich bleibe auf jeden Fall. Weil ich muss sagen, die Twitch-Quali ist halt wirklich besser. Bildqualität ist besser. Ton ist ähnlich. Ich muss sagen, der Ton ist... Ja, ist ähnlich. Ich hatte so ein bisschen die leichte Hoffnung, oder nicht leichte, die leichte Verwirrung, dass der Ton bei YouTube besser klang. Ist aber nicht der Fall. Ist sehr, sehr ähnlich. Wie gesagt, Bildqualität ist halt begrenzt bei YouTube. Und der Chat ist scheiße gemacht und, also nein, ist noch unvorteilhaft. Das Suchen ist noch nicht schön, aber ich dachte, komm, wir nutzen es trotzdem mal ein bisschen. Einfach nur, weil es geht, weißt du? Auch wenn wir nicht damit zufrieden sind, wir probieren es trotzdem. Bleiben wir ein bisschen am Ball. Halt, die gehören hier nicht rein, die gehören hier auch nicht rein. Die gehören hier rein. Hm. Wir sind hier vom Steine drin. Schleppe ich schon wieder Steine hierher? Ah ne, die habe ich noch nicht aufgeräumt. Da war was. Dem Kollegen fehlen schon wieder Meißel. Stickies. Und mir fehlen Stickies. Verdammt, ich brauche noch Stickies. Oh, Boden ist voll. Freut sich. Meifel. Ja, Meifel. Mir fehlt noch Meifel. Sag mal was gegen. Ich bin ein bisschen doof. Ich habe heute Morgen ein Clownenfrühstück gehabt. Die Bitrate, ja, jein. Also bei YouTube kannst du bei einer Bitrate bis zu 50 Megabit gehen. Das ist definitiv vorteilhafter, glaube mir. Also ich konnte 50 Megabit einstellen und nicht nur 6 wie bei Twitch. Aber andersrum, mit 50 Megabit Downstream ist natürlich schon übel. Wer guckt in Streams, wo 50 Megabit Bandbreite benutzt werden? Für 720p. Verstehe ich sowieso nicht, aber alleine weil du mit der Bildrate schon gar nicht die Bits ausfüllst, deswegen kannst du wahrscheinlich bis 50 gehen. Ich wollte nochmal kurz mein
Soll ich abholen? Ah. Nein, holen wir noch nicht ab. Holen wir noch nicht ab. Wir lassen ihn Kollegchen hier nochmal weitermachen und werden schnell in die Kirche. Da ist Kirche mit Ü. Ü und A, Kirche. Das spricht sich so schön. Und werden dort die Flyer bauen. Flyer. Weil 10 Stück waren eine Truhe. Ich brauche ja noch ein paar Truhen. Du hast auf YouTube immer Bildrauschen. Das wird daran liegen, dass die, dass du eine Bitrate eingestellt hast oder eine Bildverhältnis eingestellt hast, die nicht bei 720 sauber kompatibel runterrechnet. Und dann kommen die Artefakte und das Rauschen zustande. Also du musst die Quelle auf 720 stellen und dann sieht's Bild auch einigermaßen aus. Aber es ist halt auf 720 begrenzt, nicht wahr? Kein Papier mehr. Hab ich kein Papier mehr? Wait, what? Ist aber nicht so schlimm. Machen wir uns aber. Wir machen uns einfach welches. Ja, da müsste er, vor allem er müsste auf YouTube noch größer werden. Will er das, ist die andere Frage. Genau. Einfach bei Twitch bleiben und gut ist. Das sagt sich so schnell in den Raum, ne? So, Tinte. Ich habe keine Federn gekauft. Oh nein. Ich muss noch 6 Federn kaufen. Only Beards. Ja, bei Only Beards ist sehr nice, ja. Ausrufzeichen OnlyFans. Ausrufzeichen UF geht natürlich auch. Tja, und Gott, man wusste schon, was passiert, hat gehofft, na, vielleicht hat er es schon geändert. Nee, habe ich nicht geändert. Ja, Ausrufzeichen OnlyFans. Geht alles. So, jetzt brauche ich noch 12 von den Planken. 12 plankige. Aber ich muss auch noch mal nach... Oh, ich muss noch ein Gebet halten gleich. Ich wäre ein Huhn. Ach nee. Ich wollte noch hier Federn kaufen. Sechs Federn wollte ich noch haben. Danke. Danke. Five. Kü. Halt, wo ich gerade hier bin, kann ich den Schnaps noch wegbringen. Genau. Ach, du Schweinchen ist keine Beleidigung. Glaub mal. Beleidigung wird sie merken. Wenn wenn meine Streamlabs-Kombi-Config dich beleidigen würde, würdest du es merken, glaub mir. Ab 100 gibt was ganz Tolles auf YouTube. Da kann man den Kanalnamen bezeichnen, die Kanalbezeichnung setzen. Nicht nur kryptischen Krimble-Kram am Ende. Mal gucken, ob wir das noch hinbekommen. Und ob das, was ich vorhabe, noch da ist. Keine High-Five-Dudes hier heute. Schade. Ab 100.000 den ersten Button. Welchen Button? Ach so, den Dingens-Button hier, den
zum an die Wand hängen und sage, guck mal, ich bin YouTuber. Ja, nee. Ehrliches Gebet? Nee, ehrlich nicht. Weißt du? Na, vielleicht. Den Dislike-Button. Ja, dazu müsst ihr erstmal Content generieren. Hör mal, auf YouTube machen wir ja nicht. Also fast nicht. Er ist nur noch nicht veröffentlicht, aber machen wir nicht. Nein, erstmal sind wir hier. Wir sind jetzt ja nicht. Wir sind jetzt ja hier bei Graveyard Keeper und ich denke, das lassen wir auch erstmal hier. Die Videos sind auf YouTube, das Archiv. Von Graveyard Keeper. Das ist Folge 3 oder 4 habe ich jetzt freigeschaltet. Ich weiß gar nicht genau. Müsste. Ich glaube 3. So, guck mal hier wieder 11. Wahnsinn. Schön. Und jetzt packen wir noch die da rein. Die da am Eingang lag. Lag, genau. Und 12 Planken waren das, ne? Es sei denn, dann komme ich auf 5. 7 brauche ich, das heißt, ich brauche noch 20 Flugblätter. Kriege ich noch 20 fertig? Ich kriege noch 20 fertig. Ja, obwohl, nicht mehr mit der Ausdauer. Das wird eng. Und das reicht nicht. Dann können wir... Ah, guck mal hier. Sauerkraut. Fupp. Und reicht doch. Und hat doch gereicht. YouTube braucht Content? Seit wann das? Dachte man, müllt die Seite einfach mit irgendwas zu und nur epileptisches Rumgehampel à la TikTok und Wortdurchfall. Nee, das ist ja dann, ich wollte ja sagen, das wäre ja TikTok mit, naja. Ich habe gehört, man kann auf TikTok, Oh, ist das die Alternative? Ja, ist TikTok die Alternative zu OnlyFans, ja? Nein, ich habe gehört, man kann auf TikTok auch livestreamen. Vielleicht machen wir das ja auch noch. Oh, gruselig, ey. Das kann ich nicht mal mehr ernst im Gesicht sagen. Hör mal. 12, 24 Stück. Das werde ich tun, Tischi, das werde ich tun. Wenn ich Bock auf SOT habe, auf jeden Fall schreibe ich dich an. Verlass dich drauf. Na, darauf einen gebratenen Lachs. Bratapfel, habe ich hier noch irgendwas zu futtern drin? Apropos zu futtern. Apropos zu futtern. Die Kollegen oben haben wahrscheinlich auch wieder Hunger, ne? 30. Wir sollten oben mal gucken. Ist ja Sonntag. Komm, wir gehen mal oben gucken. Ach, geht aber. Geht ja. Dann... Oh, hallo. Vorsicht, Gegenverkehr. Zombie-Fred. Ups. War ein Testschlag ins Leere. Nicht den Baum. Bist denn so? Durchfall ist ein cooles Wort eigentlich, muss ich gestehen. Schon witzig so. Was definierst du da drunter? Also da hat jetzt bestimmt jeder seine eigene Vorstellung. Wie definierst du das, Baldur?
Weil da gibt es jetzt so zwei, drei Sachen, die mir einfallen würden, was es bedeuten könnte. Mich würde mal interessieren, was du darunter verstehst. Wortdurchfall. Also exkrementelles Gelaber zum Beispiel, ne? Oder ist es einfach nur viel Kraftausdruck? Was ist das in deiner kleinen Welt? In meiner kleinen Welt? Vielleicht deckt sich das ja mit deiner kleinen Welt. Bienen. Können wir schon wieder. Guck mal. Noch einen Bienenstock bauen. Ich mag so, wie der Kellerkalle hier drin steht. Diese Friese, die er da mit sich rumschleppt. Das ist total gut. So, wie viel haben wir jetzt hier drin stehen? Was sind das? 7? Was ist das für ein Zettel da oben? 6 haben wir jetzt hier drin. Ah, es fehlt noch einer. Nein, es fehlt noch einer. Nein. Es fehlt noch einer. Stienbock. Ach so, ich musste ernsthaft überlegen, was du damit meinst. Ja. Wachs und Honig, weil wir brauchen Honig für Met. Da bin ich fest überzeugt, irgendwann gibt es hier Met. Und dann werden wir so rumhonieren. Also mit Honig spielen sozusagen. Honieren. Das ist seltsam. Das klang sehr seltsam. Das hab sogar ich gehört. So. Wir waren immer noch nicht mit den Samen weiter. Eigentlich mache ich den ganzen Mist, den ich gerade tue hier, nur dafür, eigentlich ausschließlich nur dafür, dass ich hier diesen Dings vorbereiten kann hier unten. Wie heißt er? Diesen halt. Sag schnell. Sag doch, Leute, ich bin so wahllos, wortlos heute. Organisatorisch wortlos. Garten, guck mal hier, Garten war das Wort. Genau diesen, den Garten wollten wir ja zum Automatisieren bringen da. Bienenhonierst. Nur ein Schweinchen. Fünf Stück. Muss ja alles in Richtigkeit haben, ja? Ne? Muss alles die Richtigkeit haben. So. Lass ihm doch sein Fetisch. Oh, ein Wespennest. Fump. Erstmal rein den Lachs, weißt du? Mann. Ich meine, ja, ich hielt ihm sein Fetisch. Okay. Puh, okay. Hier wird niemand verurteilt. Alles ist gut. Warte mal, was war denn für den Bauern? Was wollten wir? Achso, ich weiß, was wir für den Bauern machen müssen. Dazu müssen wir mit dem Astrologen, ich wollte Urologen sprechen. Soweit ist schon. Mit dem Astrologen sprechen. Von wegen großes Rohr und so. Wow. Wow. Phase 5. Okay. nein. Mit dem Bauern wegen seiner Tochter müssen wir vorher zu dem Typen mit dem großen Rohr und die Quest für ihn zu Ende machen. Eieieiei. Das ist aber mal. Das ist aber mal. Nicht ganz so, ne? Nicht ganz so. Jetzt bringen wir den Stuff weg. Machen die Dünger. War das Salz hier? Hier war das Salz, ne? Ja.
Ja, komm, ich zerstöre mal was, ja? Als eine Salz. Ich zerstöre es jetzt. Einfach weil. Und nun brauchen wir da Lebenslösung. Wie war denn das mit den Lösungen? War das das? Nee, das ist schon Elixier, ne? Genau. Boah, wie macht man denn nochmal diese blöden Lösungen? Ich habe keine Ahnung mehr. Wo gab es die denn herzustellen? War das da drin? Nee, in dem gab es Pulver. Ach, hier hinten. Hier, ich habe doch noch diesen Kollegen. Den habe ich ja noch. Guck mal, den. Den haben wir doch auch noch. Und das waren... Genau. Nee, das ist Gesundheitslösung. Lebenslösung ist dann... Honig? Das ist Beschleuniger. Ich weiß es nicht mehr. Verlangsamung. Lebenslösung. Nomade? Scheinbar. Ich glaube, die Maden sind Lebenslösung. Yep, die Maden sind Lebenslösung. Die lösen alles. Müssen wir jetzt 5 Stück haben. Sieht gut aus. Und dann können wir damit... Das ist Extrakt, genau. So, dann kommen wir jetzt mit der Lebenslösung. Können wir 5... Einen hatten wir noch. Wachstumsbeschleuniger herstellen. Und danach die... die anderen, die weißen. Alchemie bei Zombies könnte ich, wenn ich sie, was ist das hier, Verlangsamungslösung, kann ich, wenn ich sie, nee, den Perk muss ich noch kaufen, wollte ich sagen, wenn ich den letzten Perk noch kaufe. Ich könnte ihn jetzt schon kaufen, ich habe es bisher noch nicht gemacht. So, Verlangsamungslösung war das andere. Das war mit Honig, soweit ich mich gerade erinnere. Nur ein Honig? Nein, es war die Bienenwabe. Honig war Beschleunigung, Bienenwabe ist Verlangsamung. Ist voll. Ist voll. Nicht. Mombets. So, Lauchi, guten Abend. Wenn dich recht erinnerst, kann ich aus Gehirn sogar 2 Lebenslösungen gewinnen. Okay. Gab er ja auch 2. So, Lauchi, danke schön. Hier gab es ja auch 2. Wie viel habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich gerade die Lösung weggestellt? Ja, natürlich. Ein Energie brauche ich noch. Ein Energie noch. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend. So. Ach ja. Ich habe noch was ich euch mitteilen muss. Ja. Oh, ich habe jetzt gerade kein Telefon dabei. Wartet. Ich habe noch was ich euch mitteilen muss. Unbedingt mit dem langen... ups. Pfui. Keiner gesehen. Und zwar, meine lieben Freunde, ich habe von Twitch eine E-Mail bekommen, in der steht, die Zuschauer haben gesprochen.
Es gab bei mir auf dem Kanal eine Möglichkeit für eine Umfrage. Man konnte Feedback geben. Ja? Ich wurde von Twitch dafür ausgewählt, dass ihr auf dem Kanal Feedback geben könnt. Das habt ihr getan. Und das besonders Tolle, also von allen Abstimmungen, die gelaufen sind, das Hervorragendste, was herausgestochen hat, war die Ansprechbarkeit. Ja? Ihr habt gesagt, was euch so gut gefällt, ist die Ansprechbarkeit des Streamers. Und ich danke euch dafür. Ja, herzlichen Dank. Einmal Kitschherz für euch alle. Dankeschön. Ja. Habt ihr. Ja, nur mal, fällt mir gerade ein, irgendwie kam ich da just Sekunde drauf. Ich habe die Mail letzte Nacht bekommen, habe mich da heute Morgen so drüber gefreut, dachte, ich muss das nochmal erwähnen. Danke euch allen. Ja, dankeschön. Fand ich total gut, habe ich mich echt gefreut. Und demnächst wird es neue Features und Featuretten von Twitch geben, bei denen bestimmte neue Sachen getestet werden, für Feedback und so weiter. Aber es, genau. Nee, es gab so einen kleinen Button mit, ich soll es vielleicht einblenden, damit ich weitermachen kann, so einen kleinen Button, wo drauf stand, Feedback geben. Gab es irgendwie beim Chat. Es hat nicht jeder bekommen. So. Aber es gab's. Na, also nur mal so. Ich danke euch. Jetzt noch Erdö. Habe ich noch welche hier? Ich glaube. Dreißig. Nicht viel, aber reicht. Weil ich viel Spaß auf dem Sofa. Mach's gut. Ich habe mich schon gewundert, ich bin schon 9, aber nee. Erhol dich gut. Alles Gute, ja? Na ja doch. Lauch. Hey. Hast gerade verlängert, warst lange nicht mehr da, was? Vielen Dank auf jeden Fall für dein Tier 1 im vierten Monat mit im vierten. Dankeschön. Wow. Ich freue mich. Vielen Dank. Und willkommen zurück. Willkommen zurück. Zurück. Allein. Nee, nicht ganz. Sternchen. Eine Uhr. Ein Sternchen. Eine Uhr und ein Sternchen. Eine Uhr und ein Sternchen. Und dann gucken wir mal, was wir hier einpflanzen können. Und zwar... Kürbis, komm. Hier pflanzen wir Kürbis. Silberkürbis. Dann pflanzen wir hier unten drunter. Haben wir noch welchen? Ach komm, wir nehmen noch ein bisschen Bromze-Kürbis. Das tut so in den Ohren weh. Und noch ein Bromze-Kürbis. Und du warst lange nicht mehr da? Das ist doch gar nicht wahr, Lauch. Ist das so? Lange nicht mehr da? Wirklich? Okay. Wo warst du denn so lang? 2 Monate. Uff. Okay, das ist doch wirklich schon sehr lange. Hoppala. Wo warst du denn so lange? Was ist los? Alles gut? Es hätte auch sein können, dass du einfach nur nicht schreibst, weil es nicht deine Spiele sind, die ich momentan so bewege. Und ich bin ja sehr viel in Graveyard Keeper und Disney Dreamland Valley unterwegs gewesen. Und jetzt ist alles wieder gut. Was war? Erzähl, was war? Was ist los? Was war? Zwiebel. Das war falsch.
Zwiebelsamen mit R-Samen. Stress mit Amt und Scheidungsgericht und Ex-Frau. Und dann Mittelhand gebrochen. Okay. Du weißt schon, dass die Kombination sehr witzig ist, ne? Das tut mir leid, aber das passt jetzt nicht mehr so mit meinem Lachen. Alter. Und das alles in 2 Monaten? Ich brech zusammen. Aber du sagst vorhin, alte Arbeit verloren und fast in. Heißt es, neue Arbeit gefunden? Nice, Glückwunsch. Glückwunsch. Also zu dem Thema, wow. Puh. Ist schon, ich habe jetzt so einiges erwartet, da hast du mich jetzt richtig kalt erwischt. Das nicht, wow. Alles Gute weiterhin auf jeden Fall. Aber puh. Einfach puh mit dem langen U und H. Krasser Pferd, ey. Und ein bisschen Kohl. Kohl. Ja, Alimente von der Frau zu bekommen ist doch auch... Also es ist ein etwas Ungewöhnliches, ne? Aber okay. Ja, und über den Weg? Aber schön. Hauptsache, du bist gesund und die Richtung stimmt. Ja, finde ich gut. Also nicht gut, sondern aber, dass die richtige Richtung eingeschlagen ist. Das freut mich noch. Mann. Naja, wirklich, das habe ich jetzt so gar nicht erwartet. Fum. Chaosbomb. Zack, instant gedroppt. Bin ich froh, wenn ich dafür Kollegen habe, die mir das bauen hier, ne? Das Feld hier. Hopfen. Hopfen wir mal, dass wir da guten Hopfen rausbekommen. Haha, Wortspiel. So. Hopfen in Kupfer. Und Hopfen in Kupfer. Einen haben wir noch. Einen habe ich noch. Nee, 2 habe ich sogar noch. Dann hopfen wir hier auch nochmal in Kupfer. Und auf der Seite natürlich auch nochmal. So. Dir geht's wieder voll super. Du lebst dein Leben mit Zocken, mal hier, mal da, durch neue Arbeit in ganz Deutschland unterwegs. Hast deinen Sohn alle 2 Wochenende regelmäßig. 1 Wochenende frei. Musst nicht mehr als Bäcker schuften. Stimmt. Und bekommst doch mehr als vorher. Ja, stimmt, Bäcker. Jetzt erinnere ich mich, natürlich. Stimmt. Aber ja, Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch, Mensch. Ich freue mich für dich. Ich freue mich wirklich. Ja. Dass alles in die richtige Richtung läuft, vor allem. Kiste mit Zeug. Für Keramikschüsseln. Was brauchen wir für Keramikschüsseln? Wisst ihr das noch? Wasser und Lehm. So, dann hole ich mal ein bisschen... Kann ich eigentlich einen Zombie an das Lehmding stellen und sagen Buddel? Nee, ne? Mord begangen? Flieger schlagen? Flieger schlagen ist kein Mord. Nein. Wende sie jetzt so, wie sie ist, in ein Blümchen? Nein. Ein Spinnennetz schmeißt, ist noch viel cooler.
Mach eine Biegefliege. What? Mach eine Biegefliege. Ich finde das cooler. Schmeiß rein, natürlich. Natürlich. Ja, oder eine Venusfliegenfalle. Na, das ist mit Kadavern eher schlecht. Das funktioniert nicht so. Ja, Vorsicht. Weil wenn du eine zermatschte Fliege da reinschmeißt, die Pflanze braucht erstmal ein bisschen Zeit, bis sie komplett geschlossen ist. Und vor allem, sie braucht da drin noch Bewegung, während sie geschlossen ist. Weil sonst geht es wieder auf und spuckt das Ding wieder aus, in Anführungszeichen. Denn sonst kann es passieren, dass der Fliegenkadaver da drin schon vergammelt und dann geht die Pflanze kaputt. Glaub mir, negative Erfahrung mitgemacht. Genau. Zombies sind sehr arbeitsfreudig. Ja, ich weiß nicht, kann ich den hier hinstellen? Geht das? Ich, weil der hat... Nee, der hier wird das nicht gehen, aber Schaufel und so. Ich stapel den da oben erstmal 20. Stimmt, weil sonst, wo kriege ich denn sonst... Ich weiß gar nicht, wo kriege ich sonst Lehm her? Doch, Lehm muss ich von Hand ranziehen, ne? Doch. The Wandering Village habe ich nicht angezockt. Nein. Habe ich nicht. Wir haben es hier zwar auf dem Kanal so ein bisschen promoted, indem wir zu anderen geradet haben, die es gespielt haben und ich ein bisschen reingeschaut habe. Ich habe es aber nicht, nein. Not my game. Sieht gut aus, ist aber nicht mein Spiel. Dafür wird es wieder ein bisschen mehr Shooter geben. Was? Ja, und wie? Okay, finde ich auch. So, dann nehmen wir mal hier einen. Komm her, der Kollege da unten, solange der noch nichts zu tun hat, packen wir da oben und der darf erstmal schüsseln. Komm her, das muss kesseln. Ich brauche dich mal zum Schüsseln. Genau. Ja, ich mag dieses Spiel auch megamäßig, ja. Es ist wirklich, wirklich schön. Wollen wir noch ein Questchen machen? Oder zwei oder drei? Ja, ne? So ein Questchen geht bestimmt noch, oder auch, ne? Ja, doch. Dann sammeln wir hier nochmal ein bisschen Stuff weg. Was hätten wir sonst noch an Questen? Wie gesagt, Lauri, morgen gibt es Stone Shard auf YouTube. Und Donnerstag machen wir hier mit einer vielleicht Überraschung weiter. Die Kirche ist mittlerweile eine Kathedrale geworden. Da ist mittlerweile eine Kathedrale. So. Aber sie ist innen noch nicht wirklich ausgebaut. Also noch nicht schön. Ich habe innen jetzt... Oh, hier. High five. Hey, high five, dude. Zack, danke. Ich habe jetzt hier so ein paar Bänke, ich habe hier noch so einen kleinen Altar aufgebaut und so weiter. Ich habe noch nicht rausgefunden, was ich mit den Dingern machen kann. Das Buntglas, da bin ich noch nicht drauf. Das finden wir aber noch raus. Das finden wir aber noch raus, ja. Ja, Stone Shard, hey, ich habe das dritte Mal angefangen. Die ersten beiden Male habe ich es mit Rage Quit in die Ecke geschmissen. Und habe gedacht, okay, jetzt hast du Zuschauer, da machst du kein Rage Quit. Spiel's nochmal und bin fast nicht am gleichen, aber... Ihr werdet es morgen erleben. Und wunderschönen guten Abend, John Hawk. Hallihallo. Hm. 200 Keramikschüsseln. Alter. Teuer, ne? 200 Keramikschüsseln ist schon teuer. Ich finde das schon ein bisschen teuer. Frech vor allem. Nosferatu. Hey, ja. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Ich freue mich.
Guten Abend. Sehr komplex und das Sterben ist echt mega, mega, mega frustrierend. Ja, ich bin bei Stone Shard. Ich habe es noch nie geschafft, in meinem Spiel den ersten Boss zu legen. Ich komme aus diesem aus dem schönen, kreativ gestalteten Dungeon nicht raus. Alter, habe ich gekotzt, ey. Aber wie gesagt, wir werden morgen weitermachen. Allerdings nicht auf Twitch, sondern morgen halt das auf YouTube dann, ne? Weil das ist unser YouTube-Streaming-Game. Zum Testen. Ja. In den Kreativen einfach kreativ sein, das, genau. Ah, verdammt. Die Hälfte vergessen. Und Nosferatu, was treibt dich her und wie geht's dir? Ich hab dich ganz vergessen. Also nicht vergessen, ich wollte dich fragen. Hä? Wie schaut's? Wie schaut's? Und was, interessanterweise, bringt dich zu uns? Morgen ist Mittwoch mit Stone Shard. Morgen ist Stone Shard. Sag mal, heute ist wieder hier Wild Johnny Day. Hier unser Inquisitor ist da. Dir geht's gut, das freut mich zu lesen. Und auch Graveyard Keeper Fetischist, oder? Kennst du gar nicht? Dann lernst du es morgen hoffentlich kennen. Burgerse. Wir sollten mal Burgerse bauen wollen. Burger? Wo sind die Burger versteckt? Burger? Nee, beim Fisch garantiert nicht. Burger. Mit goldenen Zwiebeln wird's goldener Burger. Eine Zwiebel sind 4 goldene Burger. Ich glaube, da kriegen wir 2 mit hin. Und das andere, was er wollte, was waren's? Bier, ne? Goldenes Bier wollten sie auch noch haben. Goldenes Bier geht gerade noch nicht. Das geht gerade noch nicht. Denn ich meine, mir fehlt... Für goldenes Bier fehlt mir goldener Hopfen. Ja. Geht noch nicht. ...1050. Hier können wir es reinschmeißen. So. Damit wir hier einen Slotplatz wieder einen Slotplatz fliegen. Fliegen ist die Kombination aus frei und kriegen. Fliegen. Und Weizen. Weizen fehlt auch noch. Weizen. Ich war in der Vorschlagsliste. Okay. Leute, wir haben uns. Ihr habt uns in die Vorschlagsliste gebracht. Nice! Ja, und du liebst Graveyard Keeper, hast schon 300% Runs hinter mir. Ich bin bei meinem ersten. Also, ich habe es schon mal gespielt für 10, 15 Stunden, fand das ganz cool. Und jetzt das ist mittlerweile Episode 9, die wir hier spielen. Archiv findest du momentan auf YouTube und noch auf Twitch. Falls du wissen willst, wie wir hierher gekommen sind, es sind 9 Sessions, 4 bis 8 Stunden. Na? Also, falls es dich interessiert, ansonsten, du bist natürlich auch herzlich eingeladen, hier als Quereinsteiger mitzumachen. So, also mitzugucken, machen. Psst. Ich wollte die hier noch reinlegen. Und Traubensaft. Trauben. Guck mal, wir können noch Traubensaft machen. Die fehlen noch 10 Achievements zum neuesten DLC. Okay, also DLCs mittlerweile. Also ich hatte mir auch 2 DLCs gekauft, beziehungsweise 1 gab es ja for free auf Steam und 1 habe ich gekauft. Die anderen beiden hat der Publisher uns zur Verfügung gestellt, als wir hier am Spielen waren. War ganz cool. Kam der Publisher dazu und sagt so, Mensch, hier, für dich und die Community, hier hast du ein paar. Viel Spaß. So, also, what? So, what? Ja, und jetzt habe ich dann dadurch die brauchbare Nötigung gehabt. Nötigung? Nee, das machen wir nicht. Die DLCs auch zu spielen. Und ich freue mich drüber. Also, sie sind wirklich cool gemacht. Ich kämpfe mich gerade noch ein bisschen durch. Aber es wird. Müsste sich auch jetzt nächsten Monat noch ein neues DLC wieder geben. Laut der
gewohnten Routine. Ist das so? Könnte sein, ne? Im November oder Ende Oktober? Ja, wir werden es sehen. Das wird dann gekauft und gespielt. Plöpp. Äppelse. Pilze. Ach, guck mal, wir haben noch hier ein paar von denen. Die können wir auch reinschmeißen. Die bringen auch mehr Hintergrund in die Story. Ja, das fühlt sich auch wirklich gut an. Also ich, die Geschichten generell wirklich schön gebaut. So ein bisschen was haben wir ja schon gemacht. Noch nicht so allzu viel, aber ein bisschen was. Ja, und Nägel. Komm, ich brauche noch ein paar Nägel. So. Es gibt vier DLCs. Vier Stück. Das sind, wenn man das Spiel startet, oder welches Spiel startet, siehst du bei mir diese vier Titel untereinander, die unter dem Graveyard Keeper Logo sind. Das sind die Spiele. Die DLCs, sorry. Sechs. Ah, wird eng, glaube ich, ne? Gucken wir mal. Hallo. So, komm mal mit, Kleiner. Ich brauche dich kurz hier unten. Mach mal den hier. Mach mal da. Du mach mal da. Ich mach mal hier. Genau, das Zombie-DLC war for free, genau. Stimmt. Stimmt. Also auf Steam. Ich weiß nicht, wie es auf den Nicht-PCs ist. Wo schmeißt der jetzt eigentlich die Schalen hin, die er hier baut? Wo schmeißt er die Schüsseln hin? Aha. Warum auch immer in die letzte Kiste da hinten? Ich verstehe das noch nicht so richtig. Pack's doch einfach in die direkt hineben. So. Stranger Things, Game of Crown, Better Safe Soul sind die drei Kauf-DLCs. So war das. So, guck mal, genau, so war das. Genau, danke schön. Der Jack, wow. Hey. Uts. Jack, vielen, vielen Dank für dein T1 im 12. Monat. Guck mal, eins noch und das Jahr ist voll. Das ist ja der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Dankeschön. Ich hoffe, dir geht's gut und du bist gut drauf, motiviert, gesund und munter, mein Freund. Und The Nosferatu, vielen Dank für dein Follow. Willkommen im Bodycamp. So, jetzt ernten wir mal ab hier. Und ab geht's. Huch, nicht genug Ausdauer. Na, nehmen wir mal. Essen wir noch einen Fisch. Ein Fisch mit Ü. Da war es wieder, der Fisch mit Ü. Halt, erstmal müssen wir ausräumen. Oh, mehr grüne was? Errungenschaft, mehr grüne was? Mehr grüne Punkte. 3000 Punkte gesammelt. Wow. 3000 grüne Punkte. Wow. Wie ist denn das passiert? 3000 grüne Punkte. Wow. Ach, die sind noch nicht fertig, weil kein Dünger drin war. Da war kein Dünger drin, den hatte ich vergessen. Ferguson. Ach, er ist auch fertig da oben. Sag mal, hier geht ja richtig, richtig. Schlag auf Schlag geht das hier weiter. Schlag auf Schlag, siehst du?
Dann wenn du hier beschäftigt, nein, nicht beschäftigt, wenn du schon fertig bist, dann darfst du hier oben noch weiter Müll mal machen. Und dann gucken wir mal, ob wir hier unten jetzt schon was weiteres produzieren können. Nope, noch nicht. Es fehlt noch... Ah, guck mal hier, weil silberne Zwiebeln... Fehlt noch ein bisschen. Was ist das hier? Guck mal, die sind auch fertig, oder? Unsere Linsen. Ja. Sehr fein. Rindabfall. Ein bisschen Weizen haben wir auch. Den können wir gleich noch runterbringen. Ich bringe noch ein paar von den Kollegen dazu. Essen mal einen davon. Nur um Platz zu schaffen. Und jetzt. Kommt der andere Kram in die Küche. Wir brauchen in der Küche noch ein zweites und drittes Kistchen. Können wir da noch eine Kiste hinstellen? Oder kann ich noch... Ich kann doch bestimmt noch ein Regal in die Küche bauen, oder? Lass mal gucken. Wow. Angriff! So, hier kann ich doch bestimmt noch ein Regal zustellen. Brauche ich das überhaupt? Ich glaube wahrscheinlich gar nicht. Ach doch. Nee, doch nicht. Guck mal, passt. Passt noch. Dann nehmen wir mal die Salz. Das Salz nehmen wir da mal raus. Was konnte ich mit den roten Pilzen? Frage an den Chat. Also einmal Worst Case auch spoilern. Die roten Pilze. Die hier. Brauche ich die irgendwo zum Kochen? Oder kann ich die nur im Bereich Alchemie verwenden? Kann ich mit denen irgendwas zum Kochen anfangen? Ja, später im Spiel. Okay. Schmeiß sie so lange erstmal hier in den Keller, da wo sie hingehören. Alchemie und Quest. Okay, hey Mantoran, hallo und danke euch beiden. Okay, dann Chat aus. Reicht. Danke. Alchemie. So, Rotwein. Bisher nichts anderes. Okay, dann will ich da auch keinen Fokus auf Sammeln, meine ich. Nee. Ach so, darf der gar nicht? Kann der nicht an die Presse hier ran? Nee, kann er nicht. Ach, krass. Okay. Ich brauche noch eine Truhe hier unten. 4 Balken, 4 Nägel und 3 Winkel. 4 Balken, 4 Nägel, 3 Winkel. Okay. Nur Alchemie und Giftlösung. Okay. Dankeschön. 4 Balken, 4 Winkel, 3 Nägel. Falsch. Balken waren hier drin. Die gehören hier auch nicht rein. Die gehören natürlich hier rein. Und so vielen Dank und herzlich willkommen. Ist das voll hier? Also hier im... Na? Oh, okay, guck mal, Leute. Wenn man übermüdet ist, kostet Laufen auch Energie. Okay. Gehen wir kurz schlafen. Okay, falls jetzt noch weitere Diskussionen zu Inhalt kommen, bitte in der PN. Einmal aus mit Spoiler. Danke euch. Da. Du, du, du,
Eins. Und Säft. Oh, fehlt noch. Zwei Eimer nehmen wir auch. Und noch irgendwas? Können wir noch was machen? Mehr nicht? Okay. Bist du gerade zweimal losgelaufen? Na komm. Geht schneller, wenn ich das so mache. Ich weiß, ich könnte sie alle direkt einschmeißen, aber so geht's parallel und dementsprechend schneller. Weizen. Den Weizen haben wir vergessen. Den müssen wir noch mitnehmen. Na klar. Na klar. Dann können wir nämlich da unten jetzt gleich wieder Bier brauen. Bier. Und Pilze. 3000 grüne Punkte. Wieso habe ich so schnell grüne Punkte und noch keine roten? Wieso habe ich denn nicht so viele rote Punkte? Ich mache viel zu wenig Handwerk. Ich mache viel zu wenig Handwerk. Plopp. So auf dem letzten Meter noch so. Plopp. Ja. Oh, das ist wieder das Mikro. Wie das Mikro ruckeln. Was soll denn das? Das hatten wir doch die letzten Male. Ja, war es doch schon los. Was ist da los? Was ist da los? Oh nein, es ist ja schon Viertel vor. Oh nein. Oh nein. Oh. Trümmer, entschuldigt bitte. Und das Mikro geboxt. Vor Schreck. Wer sortiert denn bitte hier so bescheiden? So. Nach Goldkriterien. Okay, er sortiert die Dinger nach. Okay, ich verstehe es. Mich hat das gerade diese Sortierung ein wenig irritiert. Ein wenig. Und ich habe kein Wasser dabei. Das ist leider die Engine, aber das. Wir hatten dieses Ruckeln. Wir hatten es bisher noch nicht. Das ging jetzt erst kürzlich los. Das ist ganz irritierend. Das hatten wir bis vor. Bis vor einer Woche hatten wir das nicht. Deswegen bin ich ein bisschen irritiert. Definitiv ein bisschen irritiert. Nehmen wir erstmal das Silber. 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 Ich glaube, ich muss noch ein paar Öfen bauen. Mon Chéri, hallihallo. Das hast du auch immer an der Stelle. Herzlich willkommen. Ah, okay. Das ist total seltsam. Das ist mir vorher nicht wirklich. Ist mir vorher nie wirklich aufgefallen. Okay. Steine und Eisenstücke. Kann ich überhaupt noch welche bauen? Sonst reiße ich da oben dann die. Die Gärfässer weg. Steine und Eisenstücke. Bier. Wir brauchen Bier. Wohl andersrum, das Met werde ich. Nee, Met macht man auch in den Fässern. Da brauche ich keine Gärgefäße leiten. Brauche ich nicht. Schnick, schnack. Na, dann könnten wir hier noch zwei von den Dingern aufstellen. Könnten wir machen, ne? Werden wir, glaube ich, auch. Lauchi, du bist wieder raus, morgen wieder auf Montage nach Kölle. Dann viel Spaß und ich freue mich, dass du da gewesen bist. Alles Gute, alles Gute.
Und bis, ja, ich freue mich. Bis die Tage. Vielleicht ab einem bestimmten Ausbaupunkt. Das kann auch noch sein, ja. Am großen Feld Richtung Stadt. Das ist mir auch... pass auf, das machen wir gleich mal. Halt, erstmal gehen wir nochmal hier... schnell mal gebeten. Komm, gebeten. Wir gehen nochmal schnell gebeten. Wir testen das an dem Feld nochmal. Das große Feld zur Stadt, da hast du auch Mikroruckler. Lass uns das testen. Aber wir brauchen ganz schnell hier nochmal so einen... oh, hier, High Five. High Five. Komm her. High Five, Dude. Nur kurz ein paar Punkte abgreifen. Gar nicht groß konzentrieren da drauf. Ah, Käffchen. Noch einen Schluck. Schluck Kaffee noch. Nam. Dam, da, dam, di, di. Ich muss sagen, ich finde die Intro-Quest sehr cool mit dem. Ja, sag mal was. Möge die Macht mit euch sein? Das fand ich einfach niedliche Idee. Das war so schön kitschig. Super, also, ja. Fand ich sehr cool. Muss ich jedes Mal grinsen, wenn ich ihn hier oben stehen sehe. So. Ja, finde ich einfach lustig. So. Und bring nochmal Chanel die High Five. Nein, die High Fives, genau. Die Segen. Nein, die Gebete glauben weg. Ich glaube, die bringen wir weg. Und jetzt testen wir mal ganz kurz. Das Ruckeln am Feld. Ob wir jemanden im Feld ruckeln sehen, okay. Hat der noch was Schönes für mich? Ja, muss ich erstmal nix. Und Rang 2 dauert noch eine ganze Ecke, aber ja, bei dem kaufe ich nichts. Komm. Bullcrap. Weil hier läuft auch alles flüssig, flüssig, flüssig. Ja. Das ist Stardew Valley in Morbide mit einem sehr, sehr geilen Humor. Muss ich auch wirklich an einigen Stellen schon mehr als nur schmunzeln, doch wirklich lachen. Ja. Das ist schon sehr cool. So, und jetzt gucken wir mal, haben wir hier auch Mikroruckler? Sieht nicht so aus, ne? Ne, hier nicht. Saubere 60 FPS, kein Geruckele. Trotz Wind jetzt hier mit Windeffekt. Okay. Naja. Macht nichts. Komm, jetzt setzen wir mal das Geld, genau. Gleich mal um in Samenskis. Kollegen, ich brauche Samen von dir. Gib mir mal alle von denen. Und den. Völlig egal, wir nehmen das alles mit hier. Produzieren wir selber, brauchen wir nicht. Zwiebelsamen? Ich glaube, Zwiebelsamen waren auch nicht schlecht. Komm, wir nehmen sie einfach. Alter, sind Zwiebeln. Zwiebelsamen sind die Dinger hier in Silber. 8 Stück, 24 brauchen wir. Ich glaube, das reicht noch nicht. Wir nehmen es erstmal mit. So. Dann zurück, zurück. Zurück ist damit, komm. Du nicht. Du gehörst hier rein. Sei halt mal komisch. Steine muss ich leider erstmal hier mit zulegen. Ist so. Keine Ahnung, womit es zusammenhängt. Ist egal. Wir kriegen's ja hin. Läuft ja. Läuft ja. So ein bisschen. Plop, 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 plop. Okay, jetzt muss ich aufpassen. So langsam muss ich wieder selber pflanzen, sonst kriege ich keinen Ernteabfall mehr. Wäre doof.
Okay, was können wir jetzt Schönes bauen hier? Können wir schon was Schönes bauen in Silber? Nix. Aber fast. Aber fast. Wir sind ganz dicht dran. Ne? Wir sind ganz dicht dran. Die Karottenproduktion. Ich meine, ich habe noch genügend Karotten hier rumliegen. Ja, das reicht erst nochmal. Da brauchen wir nicht, karottieren hier. Aber wenn wir Silber... Was können wir als nächstes versuchen? Wollen wir mal Kürbisse? Könnten wir mal ein paar Silberne... Komm, wir ziehen mal Kürbisse. Wir bauen nochmal Kürbis. Kürbis. Sicher, Digga. Kürbis. Einen davon. Und ein... Silberne Kürbisse. So. Das gleiche hier. Beschleuniger. Qualitäter. Kürbis. Ne, das sind Zwiebeln. Das war Kürbis. Gleiches hier. Beschleuniger. Qualitierer. Und wo ist er? Kürbis. Halt. Beschleuniger. Qualitierer. Kürbis. Ja, okay. Okay, ich höre schon auf. Beschleuniger. Kalibrierer, genau. Hm. Und dann schmeißen wir hier Zwiebeln. Komm her. Zwiebeln in Silber. Beschleunigen. Qualitieren. Und Zwiebeln. Noch irgendwas? Genau, Linsen. Wie viele Linsen brauchen wir noch? Auch nochmal. Okay, komm, Linsen. Können wir nochmal ein. Nehmen wir nochmal eine Reihe Linsen mit. Machen wir nochmal den hier. Und Linsen. Linsen in Silber. Linsen in Silber. Oh. Geht nur in der Zombie-Farm. Ah, oder B2. Oh. Aber. Ist ein Beet mit den zwei Silberdingsies kein B2? Doch, hä? Warum geht das nicht? Leute, warum kann ich die Linsen nicht pflanzen? Weil die Stockbeete brauchen, ja, deswegen habe ich die Linsen ja auch hier unten. Deswegen habe ich die Linsen ja auch hier unten hingesetzt, ja? Da, wo ich die Stöcke reinplatziert habe. Alter Falter. Ja, na, das war's Wissen. Deswegen hatte ich es da hingepackt, ja? I'm a genius. I'm a genius, genius, genius. Was nehmen wir hier noch rein? Komm her, dann haben wir noch einen Satz Zwiebeln dazu. Ist egal. Ja, Wein und Hopfen. Hopfen haben wir schon ordentlich versorgt. Das hat funktioniert. Da konnte ich mir das komischerweise merken, dass man das braucht. Aber ich glaube, ich bin hier auf die Idee gekommen. Das ist viel schlimmer. Ich bin nicht mal auf die Idee gekommen gerade. So, hä? So was? Wie, was? Stickies? Was sind Stickies? Genau. Naja, aber ich bin noch neu. Also so Computerspiele ist so die. Das ist so, die Welt der Computerspiele ist neu für mich. Ne? Also, wisst ihr ja. Mach das noch nicht so lange. Du hast gerade Graveyard Keeper. Nein, Graveyard hat alle drei DLCs zugelegt. Was? John Hawk, was? Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Schön. Da wirst du auf jeden Fall, wirst du Spaß mit haben. Bin ich mir ganz sicher, du wirst echt Spaß mit haben. Bin ich mir mehr als sicher. Linsen kannst du nicht auf dem Weinberg anbauen. Alles Klärchen. Ja, hatte ich auch nicht vor, weil... Wer weiß, was die Zombies dann hier auf dem Weinberg mit den Linsen anstellen, ne? Wer weiß. Ist völlig egal, auch wenn du es günstig eingekauft hast, ist es völlig egal... Das ist es wert.
Und es ist ja auch keine Schande, günstig zu kaufen, ne? Ist es ja nicht. Da bin ich froh, wenn ich das hinter mir habe. Dies Pflanze. Dies Pflanze. Trauben. Viermal Hopfen. Nehmen wir nochmal. Und hier. Hier auch nochmal kleinen Hopfen. Vielleicht wird das ja noch großer Hopfen. Und wenn nicht, ist halt so. Nimm mit. Okay. Oh nein. Es ist gleich 9 Uhr. Ach Leute, es ist gleich 9 Uhr. Und ihr wisst ja, was das heißt, ne? 9 Uhr ist Buddy vorbei. Erstmal. Tick. Oh, kein Platz mehr. Habe ich jetzt gerade den Wein zu Schnaps gemacht? Ich habe, glaube ich, gerade den Wein zu Schnaps gemacht, ne? Ach nee, ich hatte gar keinen Wein. Nein, vergiss, das hatte ich gar nicht. Vergesst, das hatte ich gar nicht. Nie hatte ich gar nicht. Ja. Ja gut, das Spiel mit allen DLCs, so ein paar Euro 50 legst du da schon, ne? Guck mal, die noch rüber. Das noch rein. Ja, genau, es kann an oder R-E-R, oh ja. Genau. Kein Wasser mehr. Apropos Wasser, wir müssen, glaube ich, auch nochmal nach unseren Kollegen oben im Lager gucken, ne? Besser ist. Bringen wir noch ein bisschen was zu futtern hin. Ja, schnell bei. Ja, da bist du schnell bei. Also 200 Euro, wenn es dann reicht, genau. Das ist. Ja. Dann nochmal schnelle Fixe hoch zum Flüchtlingslager. Ich sehe, haben die schon wieder keine. Die haben schon wieder nichts mehr hier. Ich kaufe jetzt einfach mal eine, ist egal. Macht nichts. So, erstmal eingekauft. Der fühlt sich jetzt auch wohl hier. Ich mag diesen Soundtrack. Das ist wirklich schön. Schade, dass man den nicht wieder übernehmen kann. Wir hatten jetzt zu Anfang so einen kleinen Bug nach dem Einspiel von dem DLC, dass auf einmal aus irgendwelchen Gründen der Soundtrack überall zu hören war. Und dann zack, war er weg. Traust dich nicht anzufangen? Also du kannst sie ruhig alle gleichzeitig starten. Definitiv, da passiert... Also ich habe mich auch dagegen geweigert und dachte, ich fange jetzt erst mit dem ersten an und aktiviere dann das zweite. Nein, mach's ruhig. Mach ruhig, nimm ein volles Programm, nimm alles mit. Das ist schon komplett okay. Das ist schon komplett okay. Magic. Oh nein.
Fortschritt gespeichert? Hauptmenü. Bin ich sicher. Moment. So, meine lieben Freunde, Freundinnen, Buddies, Buddinetten und Supporter. Das war wieder ein schöner Abend. Ich danke euch. Ich danke euch. War ein bisschen abgehetzt, muss ich sagen. Der Tag war aber ganz cool, aber ein bisschen abgehetzt war es. Wie gesagt, ich bin um 18 Uhr und 25 nach Hause gekommen, schnell was gegessen, zack, ab in Stream. Wir werden mal bei dem Versuch der Routine bleiben. Oh nein, genau, es ist schon nein. Ziemlich genau nein. Wir werden morgen YouTube nochmal testen. Stone Shard auf YouTube, weil wenn ich da einen Rage kriege, dann ist das nicht so schlimm, dann sieht das fast keiner. Ich wünsche euch eine schöne Restnacht, es war meine Ehre, für euch gestreamt haben zu dürfen. Schlaft's gut. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Die es noch nicht kennt, Discord kann gerne auch noch mit rein. Danke, Kev, für das fleißige Reinposten, ja. Discord für die es noch nicht kennen und Interesse daran haben, mit uns in Kontakt zu bleiben, zu gehen und so weiter und so weiter. Da ist der Discord. Dankeschön. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht, sagte ich gerade schon. Und die ich morgen nicht sehe, lese ich hoffentlich am Donnerstag zu entweder Graveyard Keeper oder einer kleinen Überraschung. Ich weiß es noch nicht. Ja, wer eine Uhr gedreht hat, ach ja, weißt du. Ja, nur wie gesagt, morgens um 6 Uhr raus zur Arbeit. Dann ist bei mir um 21 Uhr im Stream leider Schicht. Ja, aber ich habe große und mittelgroße Pläne. Wenn das aufgeht, habt ihr bald ein bisschen mehr von mir. Ja, das wird voll gut. Jetzt bin ich aber wirklich verschwunden. Gute Nacht, meine lieben Freunde. Ein Kitsch-Button noch hinterher. Oder habe ich den... Ja, ein Kitsch-Button gibt es noch. Komm, ein Kitsch-Button nochmal. Einfach, weil es so schön ist. Dankeschön. Macht's gut. Hat die Hälfte gefehlt. Gute Nacht. Endcut, Buddy. Ciao, ciao.